Hallo Leute, ich bin Raketenkugel und wir machen weiter mit Morrowind. Ja. Sprecht nur zu mir. Ist das eine Spinne? Süßer Mordzucker. Anasi. Hey, Nelos Omnor. Omnor. Den suchen wir doch. Es freut mich, euch kennenzulernen, Fremder. Wollt ihr länger in Pelagat bleiben? Dann werdet ihr wissen, Dienste. Nein, ist mir egal. Maurice Handschuh. Ihr habt was? Wie? Sonderbar. Sie war eine liebreizende junge Frau, aber was könnte sie von einem Dieb wie mir wollen? Sie war jedoch sehr schön und schien sehr nett zu sein. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich tatsächlich ein etwas schlechtes Gewissen, weil ich jemanden, Moment. Ja, Timer. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich tatsächlich ein etwas schlechtes Gewissen, weil ich jemanden ausgeraubt habe. Ich sollte sie wiedersehen. Hier, nehmt dies. Sagt ihr, ich habe eine Nachricht von... Ihr habt eine Nachricht von Nelos. Ich muss sie wiedersehen. Ich werde euch das nicht vergessen, mein Freund. Sagt einfach, ihr habt eine Nachricht von Nelos. Ich denke, das wird sich freuen. Jo. Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt den Laufboten spielen müssen. Ziemlich oft. Ah gut, Sklavin war schlau, Sklavin hat gewartet. Komm. Vielleicht ein bisschen Zeitkoffer hier. Keine Ahnung, mal sehen. Das sind so Stellen, die finde ich eigentlich nicht so gut, so doppelte Laufwege und so. Also bei so einem Spiel ist das okay, weil irgendwie, man läuft ja auch in der Realität die Wege mehr als einmal. Aber es ist schon schwer jetzt. Oh, Mist, die gute Frau, ja. So. Hier. Nachricht von Nelos. Er hat euch einen Brief für mich gegeben. Wunderbar, habt tausend Dank. Ich wusste, dass es ihm wichtig ist. Ihr wisst, dass ihr alles nicht für mich tun hättet tun müssen. Ich schätze das. Ihr seid wirklich ein wunderbarer Mensch. Ihr solltet mit meinen Freunden im Set Bagrace und Teller rumbesuchen. Ist fantastisch, ich glaube, ihr werdet euch gut verstehen. Edelsteine? Ich schere mich überhaupt nicht mehr um sich. Ja, und toll. Das wäre... Vielleicht kann ich Nelos ja überreden, weil ich ihn mit seiner großen Liebe zusammengebracht habe, dass er mir die Edelsteine gibt. Vielleicht so aus Luxus und Ballerei. Ich wünschte mir, ich könnte dir eine Waffe geben, das wäre praktisch. So, mal gucken, vielleicht ist die Nebengasse ja ein bisschen kürzer. Kätzchen, komm. Freifuß. Ich will dir nicht zu sehr aus den Augen verlieren, weil dann nachher finde ich das. Wäre dann auch nicht so optimal. Ja, ich würde sagen, es wird ein bisschen kürzer. Epic Lag, da hinten ist eine Ratte. Ja, Zeit. Warum bricht die Framerate jetzt so ein? Okay. Warum ist die Framerate so am Arsch? Das kann doch nicht wahr sein, dass ein bisschen Regen immer zu offen funktioniert. Moment, ich habe eine Vermutung. Eine Sekunde. Das könnte wirklich... Nein, daran lag es offensichtlich nicht. Wobei. Na doch, jetzt wird es flüssiger. Okay. Das ist jetzt etwas merkwürdig. What the fuck? Warum bist du so langsam?
hier drin besser? Nö, nicht mal. Das liegt nicht mal am Regen. Ich habe wirklich keine Zeit. Beeilt euch bitte. Ey, du. Oh, Arschloch. Die Frau mit der Spinne. Nee, ich kann mir auch nichts erzählen. Liebes TNNC Händler. Okay, gucken wir uns mal an. Vielleicht können wir dem. Okay, vielleicht können wir dem irgendwas andrehen. Handeln. Ich sehe an eurer Kleidung Raketenkuh, dass ihr erfolgreich wart. Wie kann ich euch helfen? Du könntest mir. Wir haben mir doch Ausdauer wiederherstellen. Tränke. Ausdauer entziehen, Tränke. Komm auf 30, aber 29? 28? Ah, danke. So sowas. Oh. Also Leute, tut mir leid, dass das gerade so leckt, aber ich weiß selber nicht, woran das liegt. Oh, Leute! Teures Hemd, interessiert mich nicht. Ich hab schon gut genug Klamotten an. Um was geht es denn? Mal grad gucken, ob es hier wirklich Schüsse gibt. Es gab zumindest mehr irgendwo hier in der Nähe. Nö, hoffentlich nicht. Reicht. Fuck. Ja. Ich frage mich auch gerade, warum alles. Warum schlägt das Spiel gerade so sehr nach? Festung Beligard. Gucken wir mal rein. Okay. Hier hält sich eine Grenze mit dem Leck. Okay. Ich nehme alles zurück. Warum ist die Framerate so niedrig? Grrr. Upsala, Entschuldigung. Handel? Irgendwas Interessantes für mich? Nö. So, jetzt ab. Sagt eure Worte. Oh Leute! Was ist denn jetzt gerade los? Kann das mir einer erklären? Die ganze Zeit kann ich vollkommen lagfrei aufnehmen und dann kommt jetzt hier sowas. Was sagtet ihr gleich? Okay. Ah. Wo ist diese dumme Katze jetzt schon wieder hin? Boah, das treibt einen ja in den Wahnsinn mit den Lags. Das ist ja schrecklich. Wo ist die Katze? Kätzchen. Eben war sie doch noch hier. Kätzchen! Hallo Kätzchen! Ja! Yeah. Gute Arbeit, KI. Okay, wir gucken mal beim Waffenschmied. Kann ja nie schaden. Oh, eine Wache.
Worum geht es? Oh! Verschone mich. Stahlhellebarde, die ist dann doch noch mal ein Stück besser, glaube ich. 5 bis 5 bis 23, ja. Ja, kann ich mir die auch... Nein, fail. Na komm, wenn ich noch ein bisschen was verkaufe, kriege ich die sogar. Ich will die haben. Me wants. Ich will diese Hille Bade haben. So kaufe ich den denn mal? Will er nicht. Will er auch nicht. Fuck. Der will das ganze Zeug natürlich auch nicht. Ich will auch nicht haben. Komm, abbrechen. Okay. So wird das also schon mal nichts. Vielleicht kann ich nebenan irgendwie beim Händler ein bisschen was anderes loswerden. Ich will den nicht diese Bade haben. Hier bei ihm können wir vielleicht was loswerden. Handeln. Und ich frage mich gerade echt, was ist verkackt nochmal mit diesem Spiel gerade los? Habe ich das denn hier? Die Fackeln kannst du auch mal haben. Laterne haben wir ja. Guahaut bringt nichts. Das teure Hemd behalten wir aber mal. Das müsste theoretisch auch so schon reichen. Worum geht es? Okay, wo ist sie jetzt hin? Da ist sie. Hm, vielleicht schaffen wir es sogar auf Anhieb runter zu handeln. Nein, okay. Ja, das war doch gut. Haben sogar noch gut Geld gespart. Gerade einen Blick drauf werfen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, wir sehen gut aus. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, woran das mit dem Frameraten einbrüchen liegt. Sagt, was ihr wollt, oder geht. Ich habe etwas gehört. Ja, ich habe noch circa eine Minute Aufnahmezeit. Das heißt, wir gucken hier noch einmal kurz rein. Muberius Hamevus Haus. Ja, alles sehr unspektakulär hier. Können wir uns was sagen? Dienste, ja, komm, Dienste. Plutonen, Mibestien ins Ends ist Händler und handelt mit fast allem. Ulernil ist Hochelfen, guter Schmied, da waren wir gerade. Schatbak, Graburuk ist Schmied in der Festung Pilligard. Schrein des kaiserlichen Kulten im Heilalter. Heilerin Jifka verkauft Heiltränke. Ladia Flaruk. Krius und Anasi sind Ausbilder. Ich finde sie gewöhnlich in der Herberge zum Mittag. Ja, das werden wir versuchen. Sprecht. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich entschuldige mich nochmal für die Lags, die hier gerade aufgetreten sind. Keine Ahnung, woran das lag. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist es weg. Man sieht sich. Ciao.